Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchten wir euch ein ganz besonderes Thema einmal präsentieren, und zwar die Sicherheitsaspekte beim Longieren. Also wie longiert man richtig? Dazu haben wir auch einen ganz ausführlichen Artikel im eHorses Magazin. Der ist verlinkt in der Infobox. Wir starten einmal mit der Ausrüstung und dann geht's los. Wir starten einmal am Kopf des Pferdes. Hier haben wir einen sogenannten Kappzaum. Dort kann man verschiedene Möglichkeiten auch die Longe befestigen. Einmal seitwärts, einmal auch vorne. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr schon mal mit dem Halfter longiert habt, dass sich das oft immer so ein bisschen verdreht am Kopf. Und das gleicht das hier aus. Des Weiteren hat man hier sogar noch die Möglichkeit, auch eine Verbindung ranzumachen, um zum Beispiel auch ein Gebiss reinzumachen, wenn man zum späteren Zeitpunkt das Pferd auch ausbinden möchte. Wir wollen euch heute aber nur ein bisschen die Basics zeigen. Und dazu gehört dieser Kappzaum. Mit dem kann man schon einiges machen. Hier haben wir einen ganz handelsüblichen Longiergurt. Und ihr seht das schon an den ganzen Ringen, die hier befestigt sind. Dort gibt es unterschiedlichste Möglichkeiten zur Befestigung von zum Beispiel Ausbindern. Da gibt es wirklich ganz viele Varianten. Und ihr müsst tatsächlich ein bisschen schauen, wie es mit eurem Pferd ist. Auch am besten einen Trainer fragen, welche Möglichkeiten es da gibt und was für dein Pferd das Beste ist. Dadurch, dass die Pferde alle individuell sind, genau wie wir Menschen, gibt es natürlich auch unterschiedliche Möglichkeiten, zum Beispiel vom Beinschutz. Bei Ludo ist es so, der trägt vorne Eisen, deswegen haben wir ihn Glocken umgemacht und ganz einfach Hartschalengamaschen. Ein weiterer Schutz sind natürlich ganz herkömmliche Reithandschuhe, damit man einfach auch noch mal mehr Grip hat. Und je nachdem, wie wild natürlich das Pferd auch ist, kann der auch mal ein bisschen an der Longe ziehen. Und vielleicht kennt ihr das, wenn ihr dann wirklich mal ein Seil oder so festgehalten habt, eine Leine, ein Strick und er zieht das durch die Hände durch, dann hat man direkt schön die Brandblasen. Das will man vermeiden. Deswegen einfach Handschuhe anziehen und dann können wir starten. Wichtig ist, dass man tatsächlich immer in dieser Sicherheitsposition steht. Das bedeutet, dass man nicht zu weit vorm Pferd steht, wie es jetzt ist, sonst könnte es mich jetzt umrennen, wenn es sich erschreckt, oder zu weit nach hinten. Das heißt, hier könnte es natürlich auch einmal austreten oder losbuckeln. Deswegen wirklich immer in dieser neutralen Position und dass man immer diesen Sicherheitsabstand zum Pferd hat. Tatsächlich ganz viele Leute direkt am Anfang machen, ist auch schon im Schritt, wenn wir ihn jetzt ein bisschen aufwärmen, nicht die Verbindung zu haben und die Longe einfach durchhängen lassen. Und das ist tatsächlich aber sehr, sehr gefährlich, denn so wie man es jetzt sieht, Ludo denkt sofort, okay, ich kann ja geradeaus, habe gar keine Verbindung mehr, bleibt nicht auf dem Zirkel. Deswegen immer diese Sicherheitsvorkehrung, dass man wirklich die Verbindung hat und dass man die Longe nicht durchhängen lässt. Handposition fürs ideale Longieren ist ein V. Das bedeutet immer diese V-Position von der Longenhand und der Hand, wo man jetzt zum Beispiel eine ganz klassische Peitsche hat. Und die nutzen natürlich viele einfach zur Unterstützung, wenn das Pferd auch vielleicht ein bisschen faul ist. Also man sollte niemals damit das Pferd wirklich ganz wild treiben. Aber so als kleine Unterstützung ist das mit Sicherheit nicht verkehrt. Durch diese Verbindung, die man auch dann mit der Longe hat, weil man ja immer die Verbindung halten soll, kann man auch hier wirklich mit den Fingern einfach kleine halbe Paraden geben, wie man das eigentlich kennt, auch vom Zügel. Ein Pferd ist natürlich ein ganz sensibles Tier und ihr könnt auch mit eurer Körpersprache viel machen. Das heißt, wenn ich ein bisschen weiter schon in der hinteren Lage bin, dann hat das schon eine treibende Funktion. Wenn ich eher ein bisschen nach vorne gehe, dann ist das eher eine Position, wo er wieder ein bisschen durchpariert. Also ihr könnt auch natürlich mit eurer Körpersprache mitarbeiten. Allerdings ist es so, dass man seinen Radius, den man läuft, möglichst gering hält. Also wirklich fast an einer Position stehen bleibt. Das wird einem zum Beispiel auch beigebracht, wenn man ein Longierabzeichen macht. Okay, wenn ich jetzt einen Handwechsel mache, dann mache ich das tatsächlich immer so, dass ich erst einmal die Peitsche nach hinten lege und mir so unter dem Arm klemme. Dann habe ich nämlich jetzt beide Hände Zeit oder beide Hände auch frei, um die Longe aufzunehmen. Kann die jetzt aufrollen bzw. aufwickeln und so stört jetzt die Peitsche nicht beim Handwechsel und ich kann einfach
von dieser Seite aus wieder starten. Wichtig ist, die Longe dann einmal zu drehen, dass sie wieder abfällt von der Hand. Und dann kann ich von dieser Seite aus direkt in den Handwechsel gehen. Viele Leute nutzen das Longieren natürlich einfach dafür, ihr Pferd zu bewegen, wenn man vielleicht mal keine Lust hat, einfach zu reiten. Aber auch das Longieren sollte man dann wirklich konsequent angehen, denn so hat man die Möglichkeit, das Pferd nochmal ordentlich weiter zu trainieren, die Kondition, die Kraft aufzubauen. Und man sieht ja auch, Ludo, der ist richtig entspannt, jetzt richtig locker. Und da hat man echt viele Möglichkeiten. Das war's mit dem Video für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Abonniert unseren eHorses-Kanal für alle weiteren Videos. Und schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr sehen wollt, welche Themen wir euch einmal näher bringen wollen. Ludo hat heute einen super Job gemacht. Der wird jetzt noch abgeduscht und dann hat er Feierabend.